Hallo meine lieben Zuschauer. Vor kurzem hat sich ein Ereignis zugetragen, das die Herzen vieler berührt hat. Diese Geschichte ist ein wenig traurig, aber gleichzeitig auch berührend. Sie wurde sogar im Fernsehen gezeigt und so erfuhr die ganze Welt von diesem Vorfall. Ein Kater namens Habi und seine Gefährtin waren immer unzertrennlich. Sie lebten auf der Straße und entwickelten tiefe Gefühle füreinander und trennten sich fast nie. Die Anwohner beobachteten oft, wie das Paar gemeinsam fraß, spazieren ging und sich in der Sonne ausruhte. Zusammen war es ihnen viel gemütlicher und wärmer, besonders in kalten Zeiten. Doch eines Tages wurde die Katze von einem Auto angefahren, das ihre Hinterbeine verletzte. Sie schleppte sich zu ihrem Unterschlupf und konnte nicht mehr aufstehen. Der treue Kater Habi tat alles, um seiner Liebsten zu helfen. Er beschützte sie ständig vor Gefahren, brachte ihr Futter und wärmte sie mit seinem Körper. Die Hingabe dieses Katers war wirklich beeindruckend. Eines Tages bettelte Habi bei einem Marktverkäufer um Futter. Als die Frau ihm folgte und die Wahrheit erfuhr, war sie tief berührt. Es stellte sich heraus, dass Habi seiner geliebten Katze die ganze Zeit geholfen hatte. Die Frau fotografierte die Katzen und bat die Community in sozialen Netzwerken um Hilfe. Viele Menschen reagierten auf ihre Bitte und die Katzen wurden von Freiwilligen einer Tierschutzorganisation abgeholt. Dank der Popularität im Netz fanden sich neue Besitzer für die Katzen. Obwohl nicht bekannt ist, ob sie zusammen bei einem Besitzer leben oder getrennt, ist die Hauptsache, dass beide Kätzchen jetzt in Sicherheit und Fürsorge sind. Diese Geschichte beweist, dass Hingabe und Liebe nicht nur zwischen Menschen, sondern auch bei Tieren existieren können. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat. Auf Wiedersehen!